namhafte Unterstützung für den Umweltschutz. Zahlreiche Wintersportstars haben sich der Nachhaltigkeitskampagne Winterfans verschrieben. 120 Tage vor der nordischen Ski-WM erklärten Olympiasieger Erik Frenzel und Skispringer Richard Freitag im Austragungsort Seefeld in Tirol, warum sie die Initiative unterstützen. Es wird immer schwieriger, irgendwo Weltcups veranstalten zu können. Es müssen immer neue Technologien entwickelt werden, um Schnee zu produzieren. Und das möchten wir einfach irgendwo aufhalten. Das möchten wir irgendwo schaffen, dass sich dieser Prozess einfach nicht so extrem weiterentwickelt, wie es sich eben in den letzten Jahren gemacht hat. Wir müssen eben schauen, dass wir an der einen oder anderen Stelle über unseren Tellerrand hinausschauen, dass man wirklich sagt, okay, Zukunft betrifft nicht nur mich in meinem Lebenszyklus, den ich irgendwann hier beenden werde auf der Erde, sondern es geht eben in zu vielen Generationen weiter. Und da stellt sich die Frage, das ist nicht nur durch große Unternehmen möglich, sondern wir müssen dafür sorgen, dass von außen gespürt wird, okay, der Consumer, der Mensch interessiert sich für die Umwelt. Gemeinsam mit Partner Fissmann wollen die Athleten eine breite Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren und zusätzliche Unterstützer aller Altersgruppen gewinnen. Bei uns in Bayern in den Schulen gibt es eine Waldklasse. Also da einmal in der Woche geht es in den Wald zum Lernen. Und da machen sie auch Unterricht, haben da ein Waldzimmer sozusagen und das ist super. Also das, was früher vielleicht zu meiner Kindheit was ganz was Normales war, dass man im Wald draußen war und gespielt hat, ist jetzt etwas in Anführungsstrichen Besonderes, aber es ist ein Zeichen. Als Zielsetzung wollen wir Wintersport-Events klimaneutral über die Bühne kriegen. Das ist noch ein weiter Weg. Das schaffen wir nicht alleine. Da können wir unseren Beitrag leisten. Wir brauchen aber noch viele andere mehr. Deswegen ist Winterfans als offene Plattform gedacht. Jeder kann Winterfan sein und verantwortlich dazu beitragen, dass wir unsere Umwelt für die nachfolgenden Generationen erhalten.